Die Leute haben mich über die Jahre immer wieder gefragt, ob es Bücher gibt, die beschreiben, wie der Plan für die Gesellschaft aussieht, wo es hingehen soll. Hier sind zwei. 1984 von George Orwell, da geht es um den Polizeistaat und so weiter, den endlosen Krieg, geschrieben 1948. Und dann von Aldous Huxley von 1932, Schöne neue Welt, da geht es um die Manipulation der Gene und des Bewusstseins durch Medikamente. George Orwell alias Eric Blair ging damals zum Eton College und sein Französischlehrer war damals eine Zeit lang Aldous Huxley, der ihn auch in die Fabian-Gesellschaft einführte, woher beide ihre Informationen über die geplante Agenda hatten. Und er schrieb fast bis zu seinem Tod darüber, um sie offenzulegen. Manche Leute sagen, und sie könnten durchaus recht haben, dass 1984 Code ist, denn dieses Jahr markiert das 100-jährige Bestehen der Fabian-Gesellschaft. Wenn man also Zugang zur geplanten Agenda bekommen kann, kann man sofort zu einem Propheten werden. Und 1969 war es Dr. Richard Day, ein Rockefeller-Insider, der Insiderwissen über den größeren Plan hatte. Die Rockefeller-Familie ist massiv in diese ganze Sache involviert. Richard Day arbeitete unter anderem für Planned Parenthood, eine Rockefeller-Organisation. Und aus ungeklärten Gründen, keiner weiß wirklich warum, sagte er 1969 vor diesen Kinderärzten in Pittsburgh, Pennsylvania, dass sie ihre Stifte hinlegen und keine Notizen machen sollten. Er wies sie an, Aufnahmegeräte abzustellen, weil er ihnen sagen wollte, wie sich die Welt verändern würde. Und er fuhr damit fort, ihnen zu sagen, was auf der Welt passieren würde. Einer der Kinderärzte hat aber Aufzeichnungen gemacht und tippte sie später ab, und vor seinem Tod im Jahr 2004 gab er eine Reihe von Interviews, in denen er offenlegte, was Dr. Richard Day an jenem Abend im Jahr 1969 gesagt hat. Hier ist ein Teil von dem, was er damals gesagt hat. Und wenn wir uns das ansehen und das, was noch folgt, wird es schwer zu glauben, dass es sich hier nicht um eine koordinierte Agenda für die Menschheit handelt. Schaut es euch an, das hat Dr. Richard Day 1969 gesagt. Technologie wird für Fortpflanzung ohne Sex benutzt. Die Wichtigkeit der Familie wird abnehmen. Sterbehilfe und die Pille fürs Dahinscheiden. Einschränkung des Zugangs zu erschwinglicher medizinischer Versorgung zur leichteren Eliminierung der Alten. Neue schwerste diagnostizierende und unheilbare Krankheiten. Unterdrückung von Heilmitteln für Krebs als Mittel der Bevölkerungskontrolle. Erziehung als Mittel zur Beschleunigung des Einsetzens der Pubertät und der Entwicklung. Restrukturierung des Erziehungssystems als Werkzeug für Indoktrinierung. Mehr Zeit in Schulen, aber Schüler würden nichts mehr lernen. Kontrolle über den Zugang zu Informationen. Schulen als das Zentrum der Gemeinschaft, mit anderen Worten, man entmachtet die Eltern und nimmt ihnen die Kinder weg. Neue Gesetze, um moralisches und soziales Chaos herbeizuführen. Förderung von Drogenmissbrauch, um eine Dschungelatmosphäre in den Städten zu schaffen. Glorifizierung von Alkoholmissbrauch, Einschränkungen der Reisefreiheit, mehr Gefängnisse, keine psychologische oder physische Sicherheit mehr, Verbrechen werden benutzt, um die Gesellschaft zu steuern, Angriff auf die industrielle Vormachtstellung der USA, Verschiebungen in der Bevölkerung und von Wirtschaftsräumen, um die sozialen Wurzeln herauszureißen, Sport als Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Veränderungen, Fokussierung der Unterhaltung auf Sex und Gewalt, implantierte Ausweise, Mikrochips, Kontrolle der Nahrungsmittel, Wetterkontrolle, Wissen, wie Menschen reagieren und sie auf diese Weise nach Belieben steuern. Gefälschte wissenschaftliche Forschungen, wie heute bei der von Menschen gemachten Erderwärmung. Beobachtung durch einen Überwachungsapparat, Implantate und den eigenen Fernseher. Die Ankunft eines totalitären globalen Systems. Dann gab es in den 20ern und 30ern die Frankfurter Schule, die dann von Deutschland in die USA übersiedelte, und das hier ist ihr Wunschzettel gewesen. Die Erschaffung von rassistisch motivierter Gewalt. Permanente Veränderungen, um Konfusion zu erzeugen. Kindern Sex beibringen. Umfangreiche Immigration, um die nationale Identität zu zerstören. Förderung von exzessivem Trinken. Lehren der Kirchen und Aushöhlung jeder Form des sozialen Zusammenhalts. Ein Rechtssystem mit Vorurteilen gegenüber den Opfern von Verbrechen. Abhängigkeit vom Staat und von Leistungen des Staates. Kontrolle und Verdummung der Medien. Zerstörung der Familie. Das folgende Dokument von 1979 kam 1980 an die Öffentlichkeit. Es heißt Stille Waffen für stille Kriege und es war ein Leitfaden für Regierungsbehörden, der erklärt, wie man die Bevölkerung kollektiv beeinflusst und manipuliert. Hier sind ein paar Auszüge daraus. Medien. Lenke die Aufmerksamkeit der Erwachsenen ab von den wichtigen Dingen und fessle sie mit belanglosen Themen. Schulen. Halte die Kinder an Unwissenheit über echte Mathematik, echte wirtschaftliche Zusammenhänge, die wirklichen Gesetze und die wahre Geschichte. Unterhaltung. Halte die öffentliche Unterhaltung unter Sechstelsterniveau. Arbeit. Halte die Öffentlichkeit beschäftigt, 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 sodass die Menschen keine Zeit haben zu denken, wenn sie mit den anderen Themen auf der Farm sind. Es hieß dort auch,
Halte die Öffentlichkeit unwissend und du wirst weniger Organisation in der Bevölkerung haben. Schaffe Vorurteile und du verringerst Widerstände. Greife die Einheit der Familie an. Diese Idee taucht immer wieder auf. Und du kontrollierst die Erziehung der Kinder. Gebe ihnen weniger Geld, aber mehr Kredite. Und du förderst Maßlosigkeit und erhöhst den Input der für die soziale Manipulation relevanten Datenmenge. Fördere soziale Konformität und du machst die Programmierung leichter. Minimiere Steuerproteste und du maximierst den Input von persönlichen wirtschaftlichen Daten, während du Probleme bei der Eintreibung minimierst. Stabilisiere die Zustimmung und du stabilisierst die Kontrolle. Erlange größere Kontrolle über die Variablen wie Individualität und du hast eine größere Vorhersagbarkeit. Maximiere die Kontrolle und du minimierst den Widerstand gegen die Kontrolle. Zerstöre eine Währung und du zerstörst das Vertrauen in ein Land und zwischen den Nationen. Alles passiert. Die Kontrolle der Wahrnehmung. Das ist die Manipulation der Gesellschaft. Ich werde später noch eine ganze Reihe von Punkten aufzählen und verbinden, die alle mit diesem Programm für die Gesellschaft und die Welt zu tun haben, und ich werde zeigen, dass das alles koordiniert abläuft als eine Einheit mit einer treibenden Kraft dahinter. Wie heißt es so schön? Die Wahrheit macht dich frei, aber zuerst pisst sie dich an. Das hier ist ein wunderbares Zitat von Martin Luther King. Von ihm gibt es natürlich einige gute, aber das hier ist fantastisch. Du bist vielleicht gerade 38 Jahre alt, so wie ich. Und eines Tages wirst du vor einer großen Gelegenheit stehen, die dich auffordert, für ein großes Prinzip einzustehen. Eine große Angelegenheit, eine große Sache. Und dann weigerst du dich, etwas zu tun, weil du Angst hast. Du weigerst dich, weil du länger leben willst. Du hast Angst, du könntest deinen Job verlieren, oder du hast Angst, du könntest kritisiert werden oder weniger beliebt sein, oder du hast Angst, dass dich jemand ersticht, erschießt oder dein Haus in die Luft jagt. Du weigerst dich also, dich einzusetzen. Du kannst dann so weitermachen und leben, bis du 90 bist, aber du wirst dann mit 38 schon genauso tot sein wie später mit 90. Und wenn du dann irgendwann aufhörst zu atmen, ist das nur die verspätete Verkündigung der Tatsache, dass du im Geist schon längst gestorben warst. Wenn es unbequem ist, wenn es unpopulär ist und sogar wenn es gefährlich ist, die Wahrheit zu sagen, ist genau die Zeit, zu der die Wahrheit gesprochen werden sollte. Ich wähle Freiheit. Und dieser faschistische Weltstaat wird nicht kommen, denn wir lassen das nicht mit uns machen. Wir lassen uns nicht länger dazu manipulieren, unsere eigene Versklavung zu manifestieren. Und wenn sie uns sagen, dass wir ruhig sein sollen, werden wir nur noch lauter rufen. Still sein heißt zustimmen. Könnt ihr uns jetzt hören? Wenn du frei sein willst, lauf nicht weg und versteck dich nicht. Jetzt ist die Zeit, der Welt ins Auge zu sehen. Zusammen. Gemeinsam. Stärke kommt nicht von Körperkraft, sondern von einem unbeugsamen Willen. Mahatma Gandhi. Und dieser Wille sagt, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Menschliche Rasse, erhebe dich. Noch ein Zitat von Martin Luther King. Die Beschränktheit von Aufständen, abgesehen von den moralischen Fragen, liegt darin, dass sie keinen Erfolg bringen können, und die Teilnehmer wissen das auch. Aufstände sind daher nicht revolutionär, sondern reaktionär, denn sie implizieren Unterlegenheit. Sie beinhalten zwar auch eine emotionale Katharsis, aber was folgt, ist eine Art Ausweglosigkeit. Oh, wir haben einen Aufstand gemacht und jetzt ab in die Kneipe. Was ändert das? Nichts. Ja, wir brauchen eine Revolution, aber eine Revolution der menschlichen Wahrnehmung. Eine Revolution des menschlichen Bewusstseins, was die Grundlage für alles andere ist. Wie die Beatles sagten, aber wenn ihr von Zerstörung redet, wisst ihr nicht, dass ich da nicht mitmache? Worin liegt da der Sinn? Man spielt das gleiche Spiel und gibt ihm einen anderen Namen. Wir müssen das Kontrollsystem nicht hassen. Denn wenn wir das Kontrollsystem hassen, werden wir selbst dazu. Aber wir sind noch besser als das. Wir lassen uns nicht gefallen, was es mit uns machen will, und dann Liebe. Denn wahre Liebe versucht dermals zu sagen, was sie tun, denken und lassen soll. Aber du musst nicht hassen, denn du wirst zu dem, was du hast. Es frisst dich auf, wie ein Krebsgeschwür. Und diese ganze Protestiererei. Ich meine, schön und gut, macht es. Aber wisst ihr, ich nenne viele dieser Leute Dampfpfeifen. Da gehen manchmal Millionen Menschen in Washington auf die Straße. Was ändert das? Normalerweise nichts. Wir haben riesige Studentenproteste gegen die Studiengebühren. Was hat das geändert? Die Gebühren sind gestiegen, nichts wurde besser.
und so weiter. Zwischen 500.000 und 1 Million Leute protestierten auf den Straßen gegen die bevorstehende Invasion des Irak. Was passierte? Die Invasion fand statt. Sie haben keine Angst vor Protesten. Was sie in Angst macht, sind nicht Proteste, sondern wenn wir zusammenkommen. Egal welcher Rasse man angehört, welche Religion, welche Einkommensschicht. Und wenn wir dann die Trennlinien heilen, die geschaffen wurden, um uns zu teilen und zu beherrschen. Dafür haben sie eine Heidenangst. Sie müssen uns nämlich teilen, um uns zu beherrschen. Denn wenn wir zusammenstehen, sind sie nichts weiter als eine Fliege auf dem Rücken eines Elefanten, mit der wir es hier zu tun haben. Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung für Gerechtigkeit überall. Ein Aspekt dieses Zusammenkommens ist, dass man die ungerechte Behandlung von jemand anderem als seine eigene ungerechte Behandlung wahrnimmt. Wenn wir denken, dass Ungerechtigkeit nur dann bekämpft werden muss, wenn es uns direkt betrifft, erlauben wir es diesem Geschwür der Ungerechtigkeit immer weiter zu wachsen und irgendwann wird es dann auch an unsere Tür klopfen. Wie Pastor Niemöller sagte, erst kamen sie wegen der Juden und ich war kein Jude, also tat ich nichts. Dann kamen sie wegen der Kommunisten, aber ich war kein Kommunist, also tat ich nichts. Dann kamen sie wegen der Gewerkschafter, aber ich war kein Gewerkschafter, also tat ich wieder nichts. Dann kamen sie meinetwegen und es war niemand mehr da, der etwas für mich hätte tun können. Jetzt kommen sie wegen der Moslems. Jetzt kommen sie wegen der Syrer. Jetzt kommen sie wegen der Libyer. Jetzt kommen sie wegen der ehemaligen Soldaten, den Veteranen in den USA, auf die sie es abgesehen haben und so weiter. Dann kommen sie wegen diesen, dann kommen sie wegen jenen. Nicht mein Problem, nicht mein Problem, nicht mein Problem. Und wenn es dann spät abends an die Tür klopft, wunderst du dich noch, wer es sein könnte. Wir müssen aufhören einzuwilligen und anfangen uns zu wehren. Sonst wird sich nichts verändern. Sie sind darauf angewiesen, dass wir in unsere eigene Versklavung einwilligen, denn aufgrund der Zahlenverhältnisse kann das nicht anders durchgesetzt werden. In unsere eigene Versklavung einwilligen? Nein, nein, nein. Die Nicht-Einwilligung anderer in ihre Versklavung unterstützen? Ja, ja, ja. Wir müssen zusammenkommen. Wacht auf, erinnert euch, wer ihr seid. Der Mystiker Osho sagte über den erwachten Mann oder die erwachte Frau, was auch immer, wir sind im Grunde alle nur Bewusstsein. Also er sagte, Menschen fürchten sich, sie haben große Angst vor denen, die sich selbst kennen. Denn diese Menschen haben eine gewisse Kraft, eine gewisse Aura, eine gewisse Anziehungskraft. Ein Charisma, das lebendige junge Menschen aus ihrer traditionellen Gefangenschaft herausreißen kann. Der erwachte Mann und die erwachte Frau können nicht versklavt werden, das ist die Schwierigkeit. Und er oder sie können nicht eingesperrt werden. Der erwachte Mann und die erwachte Frau sind der größte Fremdling in dieser Welt. Er und sie scheinen niemandem anzugehören. Keine Organisation begrenzt sie, keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, keine Nation. Warum? Weil sie wissen, dass wir alle eins sind. Wir sind alle ein Bewusstsein. Freiheit bedeutet, ohne Erlaubnis man selbst sein zu können. Die Menschen denken, oh, wir sind alle eins, dann sind wir alle gleich. Ich bin die Einheit und ich bin die Einheit und ich. Aber das ist nicht damit gemeint. Wenn man sich von der Einheit trennt und sich den Begrenzungen des Verstandes und der Sinne hingibt, dann sagt man sich, ich bin nicht die Einheit, ich bin nicht die Einheit, ich bin nicht die Einheit. Aber was ist das, die Einheit? Es ist die Würdigung der Tatsache, dass wir alle ein Ausdruck grenzenlosen Potenzials sind. Zelebrieren wir Spontaneität. Zelebrieren wir Kreativität. Zelebrieren wir Einzigartigkeit. Dadurch zelebriert man die Einheit von allem. Das ist nur ein anderer Ausdruck für das grenzenlose Potenzial. Es gehört nichts dazu, sich der Masse anzuschließen. Es gehört alles dazu, für sich selbst zu stehen. Aber wir stehen nicht mehr allein, denn es findet ein großes Erwachen statt. Einstein sagte, man kann Probleme nicht mit dem gleichen Bewusstsein lösen, mit dem sie erschaffen wurden. Deshalb ist ein Bewusstseinswandel der einzige Weg, auf dem sich diese Welt ändert, auf dem sich diese Realität ändert. Eine Expansion des Bewusstseins jenseits von Raum und Zeit, jenseits von diesen Begrenzungen, dort ist der Zugang zu dem, von dem das System nicht will, dass wir es erreichen. Öffnen wir unseren Geist und befreien wir ihn von dem Müll, von dem irrelevanten Zeug, von dem das System will, dass wir es ernst nehmen. Nach dem Motto, oh, weißt du, was sie über mich gesagt hat? Ich bin empört.
Oh, und im Internet sagte sie über mich das. Es interessiert mich nicht. Ich habe diese Idee von der Wahrnehmung auf dem Sterbebett. Wenn du auf dem Sterbebett liegst und noch 10 Minuten zu leben hast und dich jemand fragt, was ist jetzt noch wichtig? Vielleicht diese Sache damals, wo dich dieser Typ eine Ampel geschnitten hat und du ausgestiegen bist und ihm eine runtergehauen hast und so? Ist dir das jetzt noch wichtig, dass du damals 10 Minuten später zu Hause warst? Nicht? Was ist mit der Beziehung, die damals nicht so toll war, 1965 oder so? Du weißt schon, es war keine wirklich gute Zeit und dir hat es damals nicht so gefallen, ihr auch nicht. Aber ist dir das jetzt wichtig? Nein. Und so weiter und so fort. Was ist dann also noch wichtig, wenn du noch 10 Minuten zu leben hast? Was dann noch zählt ist, wie du geliebt hast und wie du geliebt wurdest. Das ist alles, was wichtig ist. Alles andere ist unwichtig. Und diese Einstellung, die du in den letzten 10 Minuten deines Lebens hast, bring die ins Hier und Jetzt und habe sie bei dir für den Rest deines Lebens und dein Leben wird transformiert werden. Und wenn genug Menschen das tun, wird die Welt transformiert werden. Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, an dem sehr unterschiedliche energetische Informationsfelder verfügbar sind, auf die man sich einschwingen kann. Man kann sich auf dieses hohe Niveau einschwingen, so wie mehr und mehr Menschen es tun, so wie mehr und mehr Menschen aufwachen. Aber der Weg teilt sich und du kannst auch immer mehr vom System gefangen genommen werden. Oder du kannst dich selbst öffnen, du kannst dein Herz und deinen Geist für die Musik der Ewigkeit öffnen, für die Musik des Universums und was darüber hinausgeht, denn die, die tanzten, schienen wie Verrückte in den Augen derer, die die Musik nicht hören konnten. Aber der Punkt ist, mehr und mehr Menschen hören die Musik. Und wir wollen nicht diese Art spirituelle Revolution, die es in den 60ern gab. Damals passierten einige sehr gute Dinge, aber viele ließen sich auch gehen und so weiter. Nein, was wir brauchen, ist eine Spiritualität, die bauernschlau ist. Eine, die diese ganzen Dinge versteht, dass organische Nahrung gut für einen ist und Nahrungsergänzungsmittel und die Energien und Schwingungen begreift, aber die ihre Füße auch fest auf dem Boden hat und sich im Klaren darüber ist, womit wir es zu tun haben, damit wir auch die Schleue haben, damit umzugehen. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen nicht dieses, es ist negativ, oh. Wir brauchen, okay, ich bin grenzenloses Bewusstsein. Ich bin jetzt unendlich bewusster, weil ich diese Dinge weiß. Das ist nicht negativ, das ist ultimative Positivität. Ich weiß jetzt, womit ich es zu tun habe und daher auch, wie ich damit umgehen kann. Das soll negativ sein? Machst du Witze? Wir haben die Wahl zwischen unserem Herzen oder unserem Kopf oder am besten natürlich beiden zusammen auf eine harmonische Weise, sodass wir beide zusammen optimal nutzen. Wenn du irgendwo hingelangen willst, musst du zunächst mal die Entscheidung treffen, dass du nicht länger bereit bist, dort zu bleiben, wo du gerade bist. Da musst du dich verändern. Und da machst du einen Schritt. Und was du dann erkennen wirst, ist, ich kann fliegen. Aber du musst erst diesen Schritt wagen, bevor du das erkennen kannst. Und es ist die Furcht, dass du das nicht schaffen könntest, die dich davon abhält, die dich hindert, diesen Schritt zu tun, von einer Ebene auf die andere. Das ist die Revolution. Alles andere baut darauf auf. Das hier ist so ein Bild von Emoto mit Wasserkristallen. Das war eigentlich stark verschmutztes Wasser, so sehen Wasserkristalle dann aus. Und rechts sieht man das gleiche Wasser, nachdem es gesegnet wurde. Mit anderen Worten, es wurde mit Herzenergie, mit einer hohen Energie aufgeladen und transformiert. Das Institute of HeartMath in Amerika hat bestätigt, dass Einfühlungsvermögen, Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl und Fürsorge viele tausende Male stärker sind als Hass und Furcht und all diese anderen Dinge.